Good morning, dear Sangha. I wish you a happy retreat, happy Sangha, happy practice. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sangha. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Retreat und eine schöne Praxis. Most of us use the practice. There are only about 20% of us who are new to the practice, but there is no reason why you have to worry, because the practice is simple. The teaching is also simple and easy. Die meisten von uns sind mit der Praxis gut vertraut, nur vielleicht etwa 20%. Für die ist die Praxis neu, aber ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Die Praxis ist ganz einfach. I wish someone will go to and write down a few words on the blackboard. Wenn noch gleich ein paar Worte an die Tafel schreiben. In German, of course, may I be peaceful, happy, in body and in spirit. Glücklich, friedlich, in Körper und Geist. May I be peaceful and happy in body and in spirit. In Körper und Geist. Möge ich glücklich und friedlich sein in Körper und Geist. And then the second sentence. May I be in my daily life free from injury. In my daily life. May I be in my daily life free from injury. Von Verletzung. Anger. Zorn. Disturbances. Störungen, fear and worries. Zornstörungen, Angst und Sorgen. Fear and worries. Furcht und Sorgen. Dear friends, this is not wishful thinking. This is not even positive thinking. Liebe Freunde, das ist nicht nur einfach Wunschdenken. Das ist nicht bloß positives Denken. This is practice of love and compassion. Das ist Übung von Liebe und Mitgefühl. First, it sounds like a wish, but in fact, if we know how to do it, it becomes true practice. Mag es jetzt wie ein Wunsch anhören, aber wenn wir wissen, wie es geht, wird es wahre Übung. Our deepest desire is to be peaceful and happy. Wir wünschen uns zutiefst, friedlich und glücklich zu sein. And we know that happiness will not be possible until we have some peace. Und wir wissen genau, wir können gar nicht glücklich sein, bis wir nicht etwas Frieden haben zumindest. And peace and happiness are not only for our spirit, but also for our body. Friede und Glück brauchen wir auch nicht nur im Geist, sondern auch im Körper. The Buddha, while he was alive, had a very close friend. That was King Prasanabhatinath. Prasanabhatinath. Der König hatte einen sehr guten Freund zu Lebzeiten, einen König namens, ich habe den Namen nicht richtig verstanden. And he was born at the same year with the Buddha. They became very close friends. Und dieser König war gleichaltrig, ist genau im selben Jahr geboren wie der Buddha, und sie waren enge Freunde. The King had a very loving queen. Her name is Malika. Der König hatte eine sehr liebliche Frau. Ihr Name war Malika. And one day, after a meeting of the royal cabinet, he went home and asked the queen, "My dear, who do you think to be the person that care and love you the most?" Nach einem Treffen des königlichen Kabinetts ging er heim zu seiner Königin und fragte sie: "Liebling, wer glaubst du liebt dich am meisten und sorgt am meisten?" And the queen said, "Majesty, it is me who is the person who care and love me the most." It's me? It is me. Und die Antwort war:
Es bin ich selber. Ich selber liebe mich am meisten und sorge am besten für mich. The king went to the Buddha and reported the conversation to him. Der König ging zum Buddha und berichtete über dieses Gespräch. Der König ging also zum Buddha zurück und berichtete über das Gespräch. Die Antwort der Königin nämlich vorher war gewesen auf die Frage, wer denn am meisten liebte, hat gesagt, ich liebe mich selbst am meisten, sondern selbst am besten für mich. The Buddha said that usually we think we are the dearest person to ourselves. We are the one who takes good care of ourselves. But very often we are the enemy of ourselves. Und der Buddha sagte, das ist ja häufig so. Meistens stehen wir uns selbst am nächsten, glauben am besten für uns zu sorgen. Aber sehr oft sind wir auch unsere schlimmsten Feinde, wir selbst. By the way, we think, by the way we act, by the way we speak, we may draw, attract to ourselves a lot of suffering and danger. And in that case, we are not the lover of our own self. We are our own enemy. In der Art, wie wir denken, in der Art, wie wir handeln und wie wir sprechen, schaffen wir unendlich viel Leid für uns selber und für andere. Und auf diese Art und Weise sind wir dann nicht unser bester Freund, sondern unser schlimmster Feind. And when I was reflecting on this teaching of the Buddha, I saw the fact that very often we are the person who make ourselves suffer the most. Und als ich über dieses Gespräch, diese Lehrung des Buddha nachdachte, ist mir klar geworden, dass es wir selber sind, die uns das meiste Leid bereiten. And it would be a good question to ask oneself from time to time. The question is whether we are the person that makes ourselves suffer the most in the world. Und das wäre eine gute Frage, die man sich ab und zu stellen sollte. Bin ich es selbst, der mich am meisten leiden lässt von allen Menschen in der Welt? We have the tendency to think that it is the other person that makes our life miserable. But in fact, we are the person that makes ourselves suffer the most. Wir haben eine Tendenz zu glauben, es seien immer die anderen, die für unser Leiden verantwortlich sind. Aber tatsächlich sind wir selbst, die uns das meiste Leiden schaffen. The Buddha said that our capacity to love others depends on our capacity of loving and taking care of ourselves. Und der Buddha sagte, unsere Fähigkeit, andere lieben zu können, ist ausschließlich abhängig von der Fähigkeit, inwieweit wir uns selber zu lieben in der Lage sind. And therefore, to take good care of ourselves, to love ourselves, to be gentle to ourselves, to be non-violent to ourselves, is the practice of true loving. Und deswegen ist die Fähigkeit, sanft mit uns selber zu sein, zärtlich und liebevoll mit uns selber umzugehen, ist die Fähigkeit wahrer Liebe. We have to look deeply into our true person, our own person, and find out what we really need and what we do not need at all. Und wir müssen ganz tief in uns hineinschauen, in unser wahres Selbst und rausfinden, was wir wirklich brauchen und was wir auf keinen Fall brauchen. When I say, may I be peaceful and happy in body and spirit, I try to look deeply to find out the real need in me. Wenn man glücklich ist und friedvoll in Körper und Geist, dann schaut man tief in sich hinein und versucht herauszufinden, was sind die wahren Bedürfnisse. Do I have some peace in me? Habe ich wirklich Frieden in mir? If there is no peace in me, how could I expect myself to be happy?
in mir kein Friede ist, wie kann ich dann erwarten, glücklich zu sein? Have I learned the way to make peace possible within myself? Und dann fragt man sich, habe ich den Weg gelernt, den Frieden in mir zu wecken? Is there any war that is going on in me? Findet ein Krieg in mir statt? Have I learned to practice in order to solve, to settle, to make peace in myself so that the war in me will stop? Und habe ich den Weg gelernt, zu mir zu kommen, in meine Mitte zu kommen und den Krieg in mir zu befrieden? The things I do every day, the things I search every day, are these things essential to my peace? Sind die Dinge, die ich im Alltag tue, sind die Dinge, nach denen ich suche, wesentlich für meinen Frieden? Do these things bring true happiness into me, or they only bring more trouble and war into me? Sind das Dinge, die den Frieden in mir vermehren, oder sind es Dinge, die das Leiden in mir immer noch zunehmen lassen? So when we recite the sentence, may I be peaceful and happy, we practice looking deeply into our own situation. Wenn wir also sagen, möge ich friedlich und glücklich sein, dann üben wir damit tiefes Hinschauen. Wir schauen unsere Situation ganz genau an. Let us speak about a little bit about breathing, walking and sitting as acts of love. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, über das Sitzen, das Gehen und das Üben als Handlungen der Liebe. When you learn how to breathe gently, mindfully and with harmony, we are taking good care of ourselves. We are providing ourselves with love and we are embracing the people around us also with love. Wenn wir es gelernt haben zu atmen, sanft, liebevoll und achtsam, dann sorgen wir am besten für uns. Wir kümmern uns um uns selber, erhöhen die Liebe für uns selber und auch für die um uns herum. When you practice walking mindfully, touching the earth mindfully without smile, we are nourishing us. We embrace ourselves with our love, but at the same time we embrace the people around us with love also. Wenn wir achtsam zu gehen lernen, zärtlich die Erde berühren mit einem Lächeln, dann sorgen wir für uns, wir umarmen uns mit Liebe, aber auch die Menschen um uns herum mit der gleichen Liebe. Let us look into our body as a Sangha of practice. Schauen wir mal in unseren Körper als Teil unserer Übung. We see in our body the liver, the kidneys, the lungs, the heart, the blood. Wir haben in unserem Körper die Leber, die Nieren, die Lunge, das Herz und so weiter. And all these elements of the body Sangha are trying to work together with harmony and peace. Und all diese Teile in unserem Körper versuchen zusammen zu arbeiten, um Harmonie und Frieden zu schaffen. If the heart functions well, it means it provides well-being not only to itself, but it also provides well-being to the liver, the lungs, the kidneys, and the blood. Und wenn das Herz gut arbeitet, in einer guten Verfassung ist, dann schafft es nicht nur Wohlergehen für sich selbst,
sondern gleichzeitig auch für die Leber, für die Nieren, für das Herz, für die Kehle. Anything the heart, anything positive, the heart does for itself. It does for the lungs, for the kidneys, for the liver as well. Und alles, was das Herz gut macht, macht es nicht nur für sich gut, sondern ebenso für die Nieren, für die Leber und so weiter. So anything that we do in our daily life, whether walking or sitting or breathing and smiling, that can nourish us is an act of love, not only directed to ourselves, but also directed to everyone around us. So was wie immer wir auch achtsam tun, sitzen ist, gehen, atmen oder lächeln, ist ein Akt der Liebe. Ein Akt, der nicht nur uns selber hilft, sondern allen, die um uns herum sind. So when you practice breathing mindfully, joyfully, with harmony, you have to know that breathing like that is not only for your sake, but for everyone that you love, for every species on earth. And if you breathe like that, you establish connection with living beings. You are acting in loving kindness, and your feeling of isolation, loneliness will disappear. Und wenn Sie also es verstehen, zu atmen, sanft, achtsam, in Harmonie und lächelnd, dann ist es ein Akt der Liebe, der nicht nur Ihnen selber hilft, sondern gleichzeitig allen Wesen um Ihnen herum Liebe und Harmonie verleiht. So you can describe the practice of breathing also as the practice of love and compassion. Man kann also die Übung des Atmens auch als Übung von Liebe und Mitgefühl beschreiben. If you are capable of walking mindfully, touching earth and nature, bring into yourself elements of freshness and healing, you are practicing loving kindness to you and to everyone at the same time. Wenn Sie achtsam gehen, die Elemente, die erfrischend und schön sind, in sich aufnehmen, dann üben Sie damit gleichzeitig für sich selbst und für andere Liebe und Mitgefühl. Many of us suffer from the feeling that we are isolated from the rest of humanity and the world. We feel that we are too lonely. That is because we cannot connect with the world, with the society. And that is because of the fact that we do not have the energy of loving kindness or compassion in us. Viele von uns fühlen sich entfremdet von sich selbst und von den anderen, haben ein Gefühl, keine Verbindung herstellen zu können zu sich selbst, zu anderen und zur Gesellschaft. Und das ist eine Folge, dass man die Praxis von Liebe und Mitgefühl nicht wirklich kennt. And the energy of loving kindness of compassion is the kind of energy that liberates us, connect you to the rest of the world and dissipate that feeling of loneliness. Und diese Praxis liebevoller Güte und von Mitgefühl, die nimmt diese Entfremdung weg, lässt dieses Gefühl sich auflösen, dass wir von allem anderen getrennt seien. But the energy of love and compassion can only be generated when you practice looking deeply. Aber die Energie von liebevoller Güte und Mitgefühl kann nur dann entstehen, wenn man tiefes Hinschauen übt. When we look into our body and saw the close connection between lungs and kidney and heart and liver, we got the insight that the well-being of one is linked to the well-being of all the others. Wenn wir in unseren Körper schauen und das enge Zusammenspiel sehen von Herz, Lunge, Leber, Nieren und so weiter, dann erkennen wir und haben eine Einsicht, dass das Wohlergehen
eines dieser Organe ganz eng verbunden ist mit dem Wohlergehen von allen anderen. And when the lungs realize that nature of interconnection between all the parts of the body, they know that they are there not only for themselves, but they are there for the rest of the body. Wenn die Lunge erkennt und einsieht diese Bezogenheit zu allem anderen, dann erkennt sie, dass sie da ist, nicht nur für sich, sondern für das Wohl aller anderen auch. A human being should be able to get that insight. It means that our own well-being is essential for the well-being of the rest of society, family. Und auch wir Menschen sollten eine solche Einsicht gewinnen. Das heißt, unser eigenes Wohlbefinden, unser eigenes Wohlergehen ist essentiell für das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft. And the insight help you to see how to take good care of yourself. Because if you can take good care of yourself, you take care of us. Und diese Einsicht wird einem auch helfen, herauszufinden, wie man gut für sich sorgt. Denn wenn man gut für sich sorgt, sorgt man für den Rest. In the practice of loving kindness, the Buddha pointed out also his disciples four types of person that we must include in the practice. Und in den Belehrungen zur liebevolle Güte hatte der Buddha seinen Schülern vier Arten von Menschen aufgezeigt, die man in die Praxis einschließen muss. The person that you have sympathy with. Den Menschen, mit dem man Sympathie fühlt. The person you love deeply. Den Menschen, den man zutiefst liebt. The person that you consider to be indifferent. Der Mensch, der einem gleichgültig ist. It means the person you don't like, but you don't dislike. Also ein Mensch, den man weder mag, noch auch nicht mag. And then the fourth type is the person you dislike very much. Und die vierte Art von Mensch, das sind diejenigen, die man überhaupt nicht ausstehen kann. And yourself may be included in one of the four categories. Und man selber ist dann kann man sich in eine dieser vier Kategorien einordnen. So after having looked into yourself and pronounced the sentence, may I be peaceful and happy in body and mind, you realize your true need and you move to the person you have sympathy with. So wenn man sich dann tief in sich hineinschaut und sich die Frage stellt, habe ich Glück und Frieden, dann geht man zuerst zu dem Menschen über, mit dem man Sympathien fühlt. May he or may she be happy, be peaceful and happy in body and in spirit. Das heißt, die nächste Frage, der nächste Wunsch ist dann, möge er oder sie in Körper und Geist Friede und Glück erfahren. And then you move to the person that you love deeply. May she be peaceful and happy in body and in spirit. Dann geht man zu dem Menschen über, den man zutiefst liebt und empfindet den Wunsch, möge sie glücklich sein in Körper und Geist und Frieden erfahren. In the practice, you are encouraged to do it with yourself first, and then with the person you have sympathy, and with the person you love deeply, because in this case, it's easier to succeed in the practice. Und es wird geraten, die Praxis auch in dieser Reihenfolge zu machen. Glück und Frieden zuerst für sich zu erzeugen, dann zu den Menschen übergehen, mit denen man Sympathien hat, und dann zu den Menschen, die man zutiefst liebt. Und in dieser Reihenfolge ist die Praxis erfolgreich, es ist einfacher. And when you have succeeded, you move to the third type of person,
the person you consider to be indifferent to you, and you'll be able to succeed also. Und wenn man das dann getan hat, geht man zur dritten Kategorie über, zu den Menschen, die einem gleichgültig sind, und man wird dann auch damit Erfolg haben. And the last type of person you include in your practice is the person that has made you suffer a lot, the person that you hate, that you are angry with. Und die letzte Kategorie von Menschen, es sind die Menschen, die einem zutiefst Unrecht getan haben, die einen verletzt haben, die man hasst, die unausstehlich sind. The image that the scriptures use to offer is a campfire. First you burn the things that are easy to burn, like dry weeds, small twigs, and when these things are burned already, well, the bigger log and even the wet log can burn also. Und in den Lehren wird dazu ein Bild gegeben. Das Bild ist das eines Lagerfeuers. Wenn man das Feuer entzündet, dann macht man es erst mit den Dingen, die leicht brennen, also mit trockenem Gras. Dann kommen kleine Zweiglein. Wenn das richtig brennt, dann kann man auch dicke Holzscheite auflegen. Und schließlich, wenn das Feuer richtig und kräftig brennt, kann man sogar nasses Holz drauflegen. Es wird auch brennen. And when you are capable of sending your best wishes and love and care to the person you hate, you are liberated from your sorrow, from your anger, and you feel peace and joy within yourself. Und wenn es einem dann gelingt, seine besten Wünsche, liebevolle Güte und Mitgefühl den Menschen zu senden, die man wirklich hasst, dann ist man befreit von seinen Sorgen, von seiner Angst und von seinem Kampf. This practice of loving kindness and compassion can heal yourself and can restore your physical health also. Und diese Übung liebevoller Güte und Mitgefühl kann einen selber heilen, kann einen wiederherstellen. But I would like to go back to the statement made by the Buddha. You can only succeed with these four types of person when you have succeeded bringing peace and happiness to yourself. Aber ich möchte zurückkehren zur ersten Aussage des Buddha, der gesagt hat, es kann einem nur gelingen mit diesen vier verschiedenen Menschen, wenn es einem zuerst gelungen ist, Glück und Frieden in sich selbst zu finden. Do not be an enemy to yourself. Be a true lover of yourself. Seien Sie nicht Ihr schlimmster Feind, seien Sie der liebevollste Mensch für sich selbst. The capacity of loving others depends entirely on the capacity of self-love. Die Kraft Ihrer liebevollen Güte hängt ausschließlich ab von der Kraft, mit der Sie sich selbst lieben können. And self-love is not an easy thing to do. You have to learn to train yourself. Und sich selbst zu lieben ist nicht so einfach. Das muss man üben, da muss man sich trainieren. Practicing looking deeply, we see that every day we try to be happy, but the way we do it and what do it very often brings misery and unhappiness and sorrow to ourselves. Die Art, wie wir uns selber lieben, wie wir glücklich sind, ist tiefes Hinschauen üben und Frieden und Glück in uns finden. Aber die Art, wie wir es oft machen, ist, dass genau das Gegenteil passiert, dass wir Sorgen finden, dass wir Leiden finden und auf Schmerz stoßen. Let us read together the second sentence. May I in my daily life be free from injury. It means danger, accident. Wenn wir diesen Satz wiederholen, möge ich in meinem Alltag frei sein von Verletzungen, das heißt auch von Gefahren, Angriffen. Anger, disturbances, fear and worries. Frei auch von Zorn, von Störungen, von Angst. We know that these states of mind make us unhappy in our daily life.
That is why we wish that we will not be caught in these mental formations. Wir wissen, dass das sind Geisteszustände, die uns leiden lassen. Und deswegen haben wir den Wunsch, diese geistigen Bildkräfte, diesen geistigen Gebilden nicht zu begegnen. We know that dangerous accident can befall on us. And we know that through our practice, that every living being wish to live in safety. That is why we learn how to practice living our daily life in such a way that can protect us from injury, accident, and to protect other living beings from injury and accidents also. Wir wissen ganz genau, dass unserem Alltag Unfälle ganz leicht passieren können, dass Gefahren drohen. Und wir wissen durch unsere Praxis, dass wir und alle fühlenden Wesen ihr Leben bis zu Ende leben möchten, lange leben möchten. Und dieses Wissen kann uns dann helfen, unser Leben so zu leben, dass wir Unfälle vermeiden, dass wir Gefahren aus dem Weg gehen und auch anderen helfen, Unfälle zu vermeiden und Gefahren aus dem Weg zu gehen. This is not the wishful thinking, because by looking deeply we know that there are so many things we can do. There are many things we can refrain to do in order not to attract that kind of injury and danger and accident to us and to other living beings. Und auch das wieder ist kein Wunschdenken. Wenn wir genau hinschauen, werden wir sehen, dass es unzählig viele Dinge gibt, die wir tun können und auch unzählige Dinge, die wir nicht tun dürfen und damit Unfälle von uns fernhalten, Gefahren abwenden für uns selbst und für andere Lebewesen. A heart attack sometimes is considered to be one of the danger, injury, accident that can befall on us. Zum Beispiel kann man einen Herzanfall kriegen. Das ist eins der Gefahren, eines dieser Unfälle, eines dieser Dinge, die uns passieren können. And there are a lot of things that we can do in order to prevent us to have a heart attack. Und es gibt viele Dinge, die wir tun können, um einen Herzanfall zu verhindern. There are a lot of things that we can refrain to do in order to protect our heart and the heart of other people. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, auf die wir verzichten können, um unser Herz zu schützen und auch andere Menschen davor zu schützen, einen Herzanfall zu kriegen. When you practice mindful breathing and touch your heart deeply and smile to your heart, the insight will come as what we should do and what we should avoid to do in order to protect our heart and to bring well-being to our heart. Wenn wir achtsames Atmen üben und tiefes Hinschauen auf unser Herz und unser Herz mit Achtsamkeit umarmen, dann werden wir Einsichten gewinnen, was wir tun müssen und was wir nicht tun dürfen, um unser Herz zu schützen. The practice is easy. Breathing in, I am aware of my heart. Breathing out, I smile to my heart with compassion. Die Übung ist ganz einfach. Einatmend bin ich mir meines Herzens gewahr. Ausatmend lächle ich meinem Herzen mit Mitgefühl zu. And if you do that for 1 or 2 minutes, you realize that your heart is so essential for your well-being. Wenn man das tut für 1-2 Minuten, dann spürt man, wie wesentlich das Herz ist für das eigene Wohlergehen. And your heart has been doing its best in order to protect you, in order to guarantee your well-being. Und ihr Herz hat sein Bestes getan, um ihnen das Wohlergehen zu ermöglichen, um sie zu schützen. And you may
insight that you have been neglecting your own heart. Und vielleicht gewinnen Sie die Einsicht, dass Sie Ihr Herz völlig vernachlässigt haben. You might have spent many, many years running after some fame and profit, but you have not devoted a single minute to your heart, which is one of the basic foundation of your well-being. Sie haben vielleicht jahrelang mit der Hetze nach Ruhm und Reichtum verbracht und in dieser ganzen Zeit nicht einen Augenblick Aufmerksamkeit Ihrem Herzen geschenkt, die wichtigste Grundlage für Ihr Wohlergehen überhaupt. And you may realize that in your daily life, because of that lack of mindfulness, you have done many things that make the life of your heart difficult. Und vielleicht werden Sie auch feststellen, dass Sie über die ganzen Jahre in Ihrem ganzen Leben andauernd Dinge getan haben, die Ihrem Herzen das Leben schwer gemacht haben. You realize now that every time you smoke or you drink alcohol, you commit an act that is not friendly to your heart. Wir erkennen jetzt, dass jedes Mal, wenn Sie eine Zigarette rauchen, wenn Sie Alkohol trinken, dass es eine Handlung ist, die durchaus nicht freundlich ist Ihrem Herzen gegenüber. So that kind of vision, the deep vision of insight, help us to know what to do and what not to do in order to help preserve the well-being of our heart. Diese Art tiefer Einsicht, diese Sicht, die man damit gewinnt, die hilft uns, sehr genau zu unterscheiden, welche Dinge wir tun müssen und welche wir nicht tun dürfen, um das Beste für unser Herz zu tun. And you make the vow to your heart that you eat and drink and live your daily life in such a way that will show compassion, loving kindness to your heart. Und Sie legen dann das Versprechen ab. Sie versprechen Ihrem Herz, auf eine Art zu leben, zu essen und zu trinken, dass Ihr Herz bei seiner Arbeit unterstützt und es nicht noch schwerer macht. And that means that you are practicing love and compassion directed to your heart. Und das bedeutet, Sie üben Liebe und Mitgefühl in Bezug auf Ihr Herz. And you do the same with other organs inside your body. Und dasselbe tun Sie mit anderen Organen in Ihrem Körper. When you touch your liver, you might notice that your liver has been calling for your attention and your help. Wenn Sie Ihre Leber berühren, werden Sie vielleicht merken, dass die Leber schon seit einiger Zeit nach Ihrer Aufmerksamkeit ruft. Your liver has been pleading with you to change your way of eating and drinking, but you have been neglecting its message. Die Leber lebt mit Ihnen, teilt Ihre Art zu leben und Ihre Art zu essen, und Sie haben die ganze Zeit über diese Botschaft nie vernommen. And in one of his discourses, the Buddha taught us to touch and listen to 36 parts in our body in order to understand them and bring love and understanding, compassion to them. Und in einem seiner Reden hat der Buddha gelehrt, dass es 36 solche Punkte, solcher Teile unseres Körpers gibt, die wir auf diese Art berühren sollten und die wir verstehen sollten und zu denen wir Harmonie und Mitgefühl senden sollten. And the Buddha also suggested that we touch our feelings, our emotions, our perceptions in order to embrace them
and to begin understanding them. Und der Buddha hat auch gesagt, wir sollten ebenso unsere Gefühle, unsere Emotionen und unser Bewusstsein berühren, um zu verstehen und Liebe und Mitgefühl zu senden. Understanding is the foundation of love. Therefore, to touch, to look, to understand are also acts of love. Denn Verstehen ist die Voraussetzung für Liebe. Und deswegen ist Berühren, tiefes Hinschauen, Verstehen sind ebenfalls Handlungen der Liebe. When we hear the bell, we stop our thinking, talking. We go back to our breath, breathing gently, bringing attention and loving kindness to our body. And when we breathe out, we breathe slowly also, deeply, and smile. That is also the practice of loving kindness. Wenn wir den Klang der Glocke hören, dann hören wir auf zu denken, wir hören auf zu reden. Wir kehren zu unserem Atem zurück und dann atmen wir sanft ein und schauen tief und bringen Verständnis. Wenn wir ausatmen, atmen wir ebenso sanft aus und lächeln uns, allen Teilen unseres Körpers zu. Und auch das ist eine Handlung von liebevoller Güte. A mindful breathing can soothe the body, calm the feelings, bring a lot of peace, joy, and also insight to yourself. Das achtsame Atmen kann das Wohlergehen in unserem Körper erhöhen, kann Frieden und Einsicht bringen in uns, um uns herum. And you do not need to practice several weeks in order to realize this process of calming and nourishing. If you practice for 5 or 10 minutes properly, you realize that how wonderful mindfulness of breathing can change your mind, can change your life, body and mind. Und man braucht keine Wochen oder Monate der Übung, um das hinzukriegen. 5, 10 Minuten wirklich achtsame Übung kann einem schon ein Gefühl davon geben, wie wunderbar, erfrischend und nährend eine solche Praxis ist und wie sie Körper und Geist Ruhe und Frieden bringt. And to sit there relaxingly, enjoy your in-breath and out-breath is truly an act of love and compassion. Und einfach zu sitzen, achtsam zu atmen und sich seines Atems zu erfreuen, ist wahrhaftig ein Akt von Liebe und Mitgefühl. May I in my daily life be free from injury? Möge ich in meinem Alltag frei sein von Verletzung? By your mindful way of eating, drinking, and taking care of the daily responsibilities, you can help protect yourself and protect others from injury and danger. Indem Sie achtsam trinken, achtsam essen, achtsam die Verrichtungen Ihres Alltags ausführen, können Sie sich selbst und anderen vor Verletzung, vor Unfall und Gefahr schützen. And we know that the practice of mindfulness is the practice of self-protection and the protection of others. Und wir wissen auch, dass es die Praxis der Achtsamkeit ist, die der beste Selbstschutz und der beste Schutz für andere ist. Mindfulness of driving, for instance, is the protection of yourself
and the protection of other drivers from accidents. Achtsames Autofahren zum Beispiel, ganz einleuchtend ist das der beste Schutz für einen selbst und auch der Schutz, beste Schutz für die anderen Fahrer, der Schutz vor Unfall. So the practice of love continue in our daily life. You practice loving 24 hours a day. So die Praxis der Liebe in unserem Leben, in unserem Alltag, praktiziert man 24 Stunden am Tag, übt man das mit Achtsamkeit. May I be free in my daily life from disturbances. Disturbances means afflictions, the kind of mental formations that take away all your peace, all your joy. Möge ich frei sein in meinem Leben von Störungen. Störungen heißt Verwicklungen, diese Art von geistigen Formationen, die einem sämtlichen Frieden und alles Glück rauben. Fear, jealousy, anger, and there are many things like that that I call afflictions or disturbances. Angst, Eifersucht, Zorn, Hass. Es gibt viel mehr dieser Dinge, die man Verwicklungen oder Geistesgifte oder Störungen nennt. And in our daily life, we become easily caught, dominated by these kind of afflictions, and we do not want them. Und in unserem Alltag geraten wir ganz schnell in den Griff dieser Verwicklungen. Wir möchten das auf keinen Fall. And we do not want the people who live around us being disturbed and caught in these afflictions also. Und wir möchten auch nicht, dass die um uns herum, die Menschen um uns herum, in die Gewalt und unter den Einfluss dieser Geistesgifte, dieser Verwicklungen geraten. And the practice of mindfulness also help us not to be caught in these afflictions and also to free us from these afflictions when we are already caught in them. Und die Praxis der Achtsamkeit wiederum ist es, die uns hilft, nicht in diese Verwicklung zu geraten, nicht von ihnen dominiert zu werden oder auch uns von ihnen wieder zu befreien, wenn wir doch einmal unter ihre Kontrolle geraten werden sollten. Craving for fame, craving for sex, craving for money is also counted among the disturbances. Gier nach Ruhm, Gier nach Sex, Gier nach Geld wird auch unter diese störenden Haltungen gerechnet. And being caught in that kind of craving, we constantly suffer from a kind of fever that makes peace and true happiness impossible. Und wenn wir unter den Einfluss dieser Gier geraten, dann ist das ein intensives Leiden, das wie ein Fieber wirkt und jedes Glück unmöglich macht. Anger is one of the main disturbances. And we do not want to be caught in anger, because anger is also a kind of fever that makes true peace and joy impossible. Zorn, auch das gehört zu diesen störenden Haltungen. Und wir möchten auch nicht in Zorn oder in Hass geraten, denn auch das ist eine Art Fieber, was wahre Ruhe, wahres Glück und wahren Frieden und Freude unmöglich macht. Fear and worries are also disturbances. And we know that when we are caught in fear and worries, we have no peace and no happiness. Angst und Sorgen gehören zu diesen Störungen. Und wir wissen ganz genau, dass wenn wir unter dem Einfluss von Angst und Sorgen sind, dass es dann mit dem Glück und mit der Ruhe vorbei ist. Mindfulness practice helps us to look deeply into the heart of reality. And the insight we get will be able to free us from fear and worries.
Achtsamkeitspraxis lässt uns tief ins Herz der Wirklichkeit schauen und die Einsichten, die wir dort finden, befreien uns von Angst und von Sorgen. Mindfulness helps us to go back to the present moment in order to know what is happening in that present moment. Achtsamkeit hilft uns, zum gegenwärtigen Moment zurückzukehren und zu sehen, was im gegenwärtigen Moment ist. And for us to be able to live deeply the moments of our daily life and to touch the positive and healing elements that are available in that moment. Und es ermöglicht uns, jeden Augenblick unseres Lebens zutiefst zu leben und die heilenden, erfrischenden Elemente zu berühren, die in diesem in jedem Augenblick vorhanden sind. And mindfulness helps us to see and to do the most important thing that we can do in that moment. Und Achtsamkeit hilft uns zu sehen, was in diesem Moment das Wichtigste ist und es zu tun. And if we know that we are doing the best thing that should be done, and then we know that there is no need to worry anymore, even for the future. Und wir wissen dann, was das Wichtigste ist, und wir tun es, und es gibt keinerlei Grund mehr, uns Sorgen zu machen um die Zukunft, weil wir wissen, das Wichtigste ist getan. Before I continue, please enjoy a few mindful movements led by Sister Gina. Bevor ich jetzt weitermache, bitte genießen Sie einige Momente, die von Schwester Gina geleitet werden. Do your feet and massage them. Bitte reiben und massieren Sie Ihre Beine. The practice of mindfulness is, first of all, the practice of making yourself entirely present in the here and the now. Praxis der Achtsamkeit bedeutet zuerst einmal, vollständig präsent zu werden im Hier und im Jetzt. When you practice sitting meditation, the most basic thing that you want to do is to be truly present on the cushion. Wenn man Sitzmeditation übt, ist das Wichtigste, was man erreichen will, auf dem Kissen völlig präsent zu sein. And in order to be truly present, you have to learn to train yourself to put your body and your mind together. Und wirklich präsent sein zu können, muss man es üben. Man muss sich darin ausbilden, Körper und Geist zusammenzubringen. And in the tradition, you learn that mindful breathing is the most wonderful way and easy way to do it. Und die Tradition lehrt uns, dass achtsames Atmen der einfachste und der wirksamste Weg ist, das so hinzukriegen. Suppose my left hand is my body and my right hand is my mind. Nehmen Sie an, meine linke Hand sei mein Körper und meine rechte Hand mein Geist. And in the, my daily life I may be distracted. It means my body and my mind are not together. Und gewöhnlich im Alltag bin ich meist abgelenkt, das heißt, mein Körper und mein Geist sind nicht zusammen. My body might be here, but my mind might be caught in the thinking about the past or the worries about the future. Mein Körper ist vielleicht anwesend, aber dann ist mein Geist, denkt über die Vergangenheit nach oder erwartet die Zukunft. And when mind and body are not together, you are not truly there. Und wenn Körper und Geist nicht zusammen sind, dann ist man nicht wirklich da. You cannot really touch what is happening in the here and the now. Man kann dann nicht das, was im Hier und Jetzt ist, wirklich berühren. And
Life can only be touched and lived in the here and the now. Das Leben kann aber nur gelebt werden und berührt werden im Hier und im Jetzt. And that is why if you do not produce your mindful presence in the here and the now, you miss life, you miss the appointment with life. Und das heißt, wenn es Ihnen nicht gelingt, das Leben im Hier und im Jetzt zu berühren, dann verpassen Sie Ihre Verabredung mit dem Leben. The piece of paper represents mindful breathing, that is a kind of bridge that can connect body and mind. Das Blatt Papier steht für achtsamen Atem. Das ist eine Brücke, die Körper und Geist verbindet. The moment when you begin to breathe in and out mindfully, your mind and your body will come together naturally. In dem Augenblick, wo Sie achtsam ein- und ausatmen, kommen Körper und Geist ganz natürlich wieder zusammen. And you do not need to practice long, maybe on halfway to the first in-breath. You can do that already. Your mind and your body come together and produce a state of being that is called the oneness of body and mind. Und dazu braucht es gar nicht lange. Vielleicht schon in der ersten Hälfte des ersten Einatmenszugs kommen Körper und Geist zusammen und es entsteht das, was wir das Einssein von Körper und Geist nennen. And there you are, sitting on your cushion, completely, truly present. Und da ist man dann einfach, sitzt auf dem Kissen, völlig präsent. And you continue to practice mindful breathing. And a few minutes after, your breathing will become deeper, slower, more harmonious. Und man sitzt da, macht weiter mit dem achtsamen Atem, und nach einigen Atemzügen wird der Atem ruhiger, langsamer und harmonischer. And you will notice by yourself that when your breathing has become deeper, slower, relaxing, more harmonious, your body also will be more relaxing and more harmonious, and also your mind. Und Sie werden merken, sobald Ihr Atem ruhiger geworden ist, langsamer, entspannter und harmonischer, geschieht dasselbe mit Ihrem Körper. Auch Ihr Körper ist plötzlich harmonischer, entspannter und ebenfalls der Geist. Will you repeat that, please? Und Sie werden merken, sobald Ihr Atem ruhiger, entspannter und harmonischer geworden ist, passiert dasselbe auch mit Ihrem Körper. Auch Ihr Körper wird ruhiger, entspannter und harmonischer, und das Gleiche gilt für den Geist. And if you have a difficult, unpleasant feeling or a strong emotion, your mindful breathing will be able to soothe them, to calm them, appease them. Und wenn Sie unter dem Einfluss von sehr starken Emotionen sind, unruhig sind, dann werden Sie feststellen, dass das achtsame Atmen in der Lage ist, all diese Störungen zu beruhigen. So your mindfulness is there, your mindful presence is there to attend to your body, your feelings, your emotions. Ihr achtsames Atem ist da, Ihre achtsame Präsenz ist da und hilft Ihrem Körper, Ihrem Geist, Ihren Emotionen. It is like you say, my body, I'm there for you, my feelings, I'm there for you, my emotions, I'm there taking care of you. Es ist so, als würden Sie sagen, mein Körper, ich bin da für dich, meine Gefühle, ich bin da für euch. Meine Emotionen, ich kümmere mich um euch, ich bin da. So, Meditation
is like an act of going home and truly take good care of what is there. Meditation also heißt heimkehren und sich sorgsam um das kümmern, was dort daheim ist. So that is the opposite of the daily intention to run away from home in order to avoid the real problems that you have at home. Und das ist das Gegenteil von unserer gewöhnlichen Haltung, die darin besteht, von zu Hause weglaufen zu wollen, um die Probleme zu vermeiden, die man dort erwartet. Many of us seek to run away from home to cover our pain, suffering and problems with artificial means. Like conversations, music, dance, magazines, televisions. Viele von uns haben eine Tendenz, vor sich selbst davonzulaufen und den Schmerz und das Leiden, das sie in sich gewahren, zuzuschütten, zu verdecken mit künstlichen Mitteln, mit Gesprächen, mit Illustrierten, mit Musik, mit Tanz, mit Fernsehprogrammen und so weiter. And we think that we are seeking for joy, but in reality, we are only seeking for means to cover up our pain, our anxiety, our despair. Wir glauben, das würde uns glücklich machen. In Wirklichkeit verdecken wir nur den Schmerz, die Angst, die Verzweiflung, das Leiden in uns. So the practice of meditation is the opposite. We have the courage to go home and take good care of what is there. Die Praxis der Meditation ist das genaue Gegenteil. Wir kehren heim und kümmern uns um das, was wir dort vorfinden. Usually we are a little bit afraid of going home because we have the impression that going home we will have to touch the pain, the sorrow, the fear at home. Und wir haben immer ein bisschen Angst, dann heimzukehren, weil wir wissen, wenn wir heimkehren, werden wir uns mit dem Schmerz, mit der Verzweiflung und dem Leiden, das wir dort finden, auseinandersetzen müssen. But to learn and to practice meditation, we acquire the instruments, the methods that will help us to encounter, to take good care of what is not pleasant at home, and therefore we are no longer afraid of going home. Aber wenn wir die Praxis der Meditation lernen, dann erhalten wir die Werkzeuge. Wir lernen die Methoden, mit denen wir das in uns bearbeiten können, mit dem umgehen können, was wir da in uns vorfinden, an Negativen, an Schmerzhaften, und wir haben dann keine Angst mehr. At the heart of Buddhist meditation, there is the practice of mindfulness. Und das Herz der buddhistischen Meditation ist die Praxis der Achtsamkeit. Mindfulness is the kind of energy that help us to see what is really going on. Achtsamkeit ist die Energie, die uns hilft zu sehen, was wirklich geschieht. What is true joy and what does not go well. Sie lässt uns erkennen, was wahre Freude ist und auch was nicht läuft. And mindfulness is also the kind of energy that can help the positive elements to reveal themselves, to grow, and to help calm and transform the elements that are negative. Achtsamkeit ist auch die Energie, die hilft, dass die positiven, heilsamen und erfrischenden Elemente sich enthüllen können und klar werden. Und es ist die Energie, die uns hilft, das, was schmerzhaft, leidvoll oder schädlich ist, zu befreien, zu Frieden zu bringen, zu beruhigen. And if you have practiced mindfulness,
You already know that mindfulness is the energy of awareness, of understanding, and of loving. Und wenn Sie Achtsamkeit geübt haben, dann wissen Sie auch, dass Achtsamkeit die Energie des Erkennens, des Verstehens und des Liebens ist. And in a retreat like this, we learn how to cultivate the energy of mindfulness while we eat, while we walk, while we breathe, while we do small things in our daily life. Und in einem Retreat lernen wir es, die Energie der Achtsamkeit zu kultivieren, während wir gehen, während wir essen, während wir atmen, während wir all die kleinen Verrichtungen unseres täglichen Lebens tun. When we put on our clothes, we might do it in mindfulness. When we drink a glass of water, we can do it in mindfulness. Wenn wir unsere Kleider anziehen, dann können wir das in Achtsamkeit tun. Wenn wir ein Glas Wasser trinken, dann können wir das achtsam tun. When we do everything of our daily life in mindfulness, we cultivate all the time that sort of energy. Wenn wir alles, was wir im Alltag tun, achtsam tun, dann kultivieren wir die ganze Zeit diese Energie. And that is why in a retreat like this, we don't talk, because if we talk a lot, we have no time left in order to cultivate the energy of mindfulness. Darum bemühen wir uns auch auf einem Retreat nicht zu reden. Denn wenn wir zu viel reden, dann bleibt uns keine Zeit mehr, die Energie der Achtsamkeit zu kultivieren. When you practice mindfulness, you do everything in a little bit slower, because it is easier to do things in mindfulness if you do them not too quickly. Und wenn man Achtsamkeit übt, dann tut man die Dinge ein kleines bisschen langsamer als gewöhnlich, denn es ist einfacher, Dinge achtsam zu tun, wenn man sie nicht zu schnell macht. You can practice mindful walking by slowing down in the walking, but if you are already used to walking mindfully, you can very well run in mindfulness. Wenn man achtsames Gehen übt, dann geht es am besten am Anfang, wenn man seinen Schritt verlangsamt. Aber wenn man an die Energie der Achtsamkeit gewöhnt ist, wenn man damit vertraut ist, dann kann man ebenso gut in Achtsamkeit sogar rennen. So please do not identify mindfulness practice with slow motions. Also missverstehen Sie nicht Achtsamkeitspraxis mit langsamen Bewegungen. Verwechseln Sie das nicht. I like to continue with the practice of going home and rearrange things at home, so that home become a refuge for us. Ich möchte jetzt weitermachen mit der Übung des Heimkehrens und des Neuarrangierens des Zuhauses, damit es ein Platz der Zuflucht für uns wird, unser eigenes Zuhause. When a person feels at war with another person, when a person feels is at war with their family or society, he or she might think that the cause of the war is in the other person, in the family or in society. Wenn jemand mit jemand anderem im Kampf liegt, wenn man Krieg führt mit einem anderen Menschen, mit der Familie oder mit der Gesellschaft, dann hat man gewöhnlich das Gefühl, die Schuld der Grund läge im anderen Menschen, in der Familie oder in der Gesellschaft. But if you go back a little bit and practice deep looking, you find out there is a war at home, and that is why you find yourself at war with another person. Wenn man einmal ein bisschen zurücktritt und tiefes Schauen übt, dann erkennt man, dass in einem selbst ein Krieg stattfindet. Und dieser Krieg ist der Grund, warum man mit anderen im Kampf liegt.
person has his or her own territory. And in Buddhist terms, that territory is the territory of body, feeling, perceptions, mental formations, and consciousness. Nach den buddhistischen Lehren ist der Mensch sein eigenes Territorium, und dieses Territorium wird bestimmt von Körper, Gefühlen, Wahrnehmungen, geistigen Gebilden und Bewusstsein. And each of us is a king that rules over our own territory of these five elements. Und jeder Einzelne ist der König oder die Königin über dieses Territorium der fünf Elemente. And if there is no harmony among these elements within territory, there is a war somewhere there. And if there is a war, we don't like to stay at home. We like to flee, to escape. Und wenn wir nicht in Harmonie sind, dann findet irgendwo ein Kampf in diesem Territorium statt. Und wenn dort Krieg herrscht, dann fühlen wir uns nicht mehr wohl, wir fühlen uns daheim nicht mehr zu Hause und wir möchten flüchten und einen anderen Ort aufsuchen. So equip with the energy of mindfulness, the king has to go back to his territory and to shine that territory with the energy of mindfulness to know what is exactly happening in his territory. Aber dann, ausgerüstet mit der Energie der Achtsamkeit, muss der König in sein eigenes Land zurückkehren und mit dieser Energie Licht auf das ganze Territorium werfen, um herauszufinden, wo es nicht stimmt. And also with the energy of mindfulness, the king will be able to rearrange, to bring into harmony different elements within his territory. And the energy of mindfulness is the energy of caring, loving, we need the practice. We don't need to throw away elements of our territory. We only need to bring all these elements into harmony. Und die Energie der Achtsamkeit ist dann auch die Energie, mit der der König das, was er dort vorfindet, wieder in Ordnung bringen kann, wie er sein Territorium wieder neu ausrichten kann. Die Energie der Achtsamkeit ist die Energie der Fürsorge, der Liebe und des Verstehens. Und der König hat es mit Achtsamkeit gerüstet, nicht nötig, irgendwelche Elemente aus seinem Reich zu verbannen, sondern er muss nur die Harmonie zwischen ihnen wiederherstellen. There is a gatha that we can learn by heart in order to practice going home and make peace at home. Es gibt ein Gatha, das wir auswendig lernen können, das uns helfen kann, heimzukehren und Frieden bei uns zu Hause zu schaffen. I go back to the island of self. Take refuge there. Ich kehre zurück auf meine Insel, meine eigene Insel, auf die Insel meines Selbst und nehme in sie Zuflucht. Mindfulness is the Buddha that I can encounter in my island of self. Achtsamkeit ist der Buddha, dem ich in mir begegnen kann. And mindfulness shine so that I know what is happening there. Achtsamkeit ist das Licht, das mich sehen lässt, was geschieht. My mindful breathing, nourishing mindfulness,
is the true alive Dharma. Mein achtsames Atmen, was die Achtsamkeit in mir weckt, ist das wahre Dharma für mich. My mindful breathing is protecting me, body and mind. Mein achtsames Atmen schützt meinen Körper und meinen Geist. And the five elements which are in my person are the Sangha that have already begun to work in harmony. Und diese fünf genannten Elemente, aus denen ich zusammengesetzt bin, ist die Sangha, die bereits in Harmonie zusammenwirkt. And I begin already to feel peace and harmony within myself. Und dann beginne ich bereits, Frieden und Harmonie in mir zu empfinden. I believe that each of us already has a folder in which the Gata is printed. Ich glaube, auf unserer Mappe ist dieses Gata bereits gedruckt. So we don't have to write it down on the board anymore. Das brauchen wir also nicht an die Tafel zu schreiben. Practice every time you feel a little bit unstable. Das können Sie üben, immer wenn Sie sich ein bisschen unstabil fühlen. Each time you are overwhelmed or caught in emotion or disturbance, you might like to go back to your breathing and breathe according to this gatha. Immer wenn Sie sich gestört fühlen, wenn Sie sich aufgewühlt fühlen, dann können Sie zu Ihrem Atem zurückkehren und mit diesem gatha atmen. Sitting on the bus or sitting on your cushion, you might like to coordinate the breathing with each line of the gatha. Ob Sie nun im Bus sitzen oder auf Ihrem Kissen sitzen, Sie können jeden Atemzug mit diesem gatha vereinen. And if you do it with a little bit of concentration, and then you feel much better after a few minutes. Und wenn Sie das dann auch noch mit ein bisschen Konzentration tun, werden Sie sich nach ein paar Minuten schon viel besser fühlen. You might like to practice this in sitting meditation or in walking meditation. Vielleicht möchten Sie das in der Sitzmeditation üben oder lieber in der Gehmeditation. The Buddha is someone that is made with the energy of mindfulness. Der Buddha ist jemand, der aus der Energie der Achtsamkeit besteht. And the moment when you generate the energy of mindfulness, you touch the Buddha right away. Und sobald Sie die Energie der Achtsamkeit in sich zu erzeugen, in dem Moment berühren Sie den Buddha. That energy is available to you. You don't have to seek for the Buddha in time or space. You seek for Buddha by generating the energy of mindfulness within yourself. Diese Energie ist in Ihnen verfügbar. Also brauchen Sie den Buddha nicht zu suchen irgendwo außerhalb in Zeit und Raum, sondern Sie finden und suchen und finden den Buddha in sich selbst, wenn Sie sitzen und die Energie der Achtsamkeit erzeugen. Best protection you get, the protection by the Buddha, it means the protection by mindfulness. Der beste Schutz, den man sich denken kann, ist der Schutz Buddhas, das heißt der Schutz der Achtsamkeit. And when mindfulness is there, there is no reason why you have to worry or you have to be confused. Und wenn Achtsamkeit da ist, gibt es nicht den geringsten Grund, sich Sorgen zu machen oder verwirrt zu sein. You are doing the best you can do in that confusing moment. So if you know that, there's no reason why you have to worry anymore. Man tut in diesem Moment der Verwirrung das Bestmögliche. Und wenn man weiß, dass man bereits das Beste tut, braucht man sich keine weiteren Sorgen zu machen. As soon as far as the energy of mindfulness is there present in you, you are protected. In dem Maße, in dem die Energie der Achtsamkeit in Ihnen vorhanden ist, in dem Maße sind Sie geschützt. Not only the Buddha is in you, but the Dharma also, because the living Dharma
is your actual mindful breathing. Und nicht nur der Buddha ist in Ihnen dann, sondern auch das Dharma, denn das tatsächliche Dharma ist das achtsame Atmen. Because mindful breathing continue to generate the energy of mindfulness. Denn achtsames Atmen bringt immer mehr Energie der Achtsamkeit. And you know that continued mindful breathing will re-establish harmony between elements of your Sangha, the five elements. Und Sie wissen, durch achtsames Atmen stellen Sie auch die Harmonie in der Gemeinschaft wieder her, in der Sangha Ihrer fünf Elemente. I practice this gata every day, several times. It is very effective, very nourishing. Ich übe dieses Gata mehrmals täglich und empfinde es immer sehr wirksam und immer sehr nährend. You don't need to wait until you are unstable or unhappy in order to practice this. If you are fine, if you find yourself fine, practice it and your joy will increase, your stability will increase, your peace will increase. Sie sollten nicht warten, bis Sie wirklich Probleme haben und Schwierigkeiten begegnen, bevor Sie das praktizieren. Wenn Sie sich wohlfühlen, wenn es Ihnen gut geht, dann üben Sie es und Sie werden sehen, Ihr Wohlergehen und Ihr Frieden und Ihr Glück wird sich noch weiter steigern. And the three jewels are not something abstract. Die drei Juwelen sind nichts Abstraktes. You can bring the three jewels into the present moment, into your body and mind. At any time you want. Man kann die drei Juwelen ins Hier und Jetzt bringen, in Körper und Geist, in jedem Moment, wann immer man will. And while you practice, peace is there, stability is there, and the people around you will notice that. Und wenn Sie so üben, dann ist Friede da, Stabilität da. Und die Menschen um sie herum werden das merken. And your stability, your peace is very crucial for the people who live around you. You become the refuge for your children, for your beloved ones, for all of us. Und ihr Friede und ihre Stabilität sind sehr, sehr wichtig für die Menschen, die mit ihnen sind. Sie sind die Zuflucht für ihre Kinder, für ihre geliebten Menschen, für die Menschen um sie herum. And this is also, if you like, the practice of love. Und das ist ebenfalls die Praxis der Liebe. During her last retreat offered to the French people in Paris, Sister Chen Kong heard someone making this comment that made her quite happy. Während des letzten Retreats in Paris hat Schwester Chen Kong jemanden etwas sagen hören, was sie sehr glücklich gemacht hat. The lady said, every religious tradition teaches love. But this is the first time she encountered a tradition that does that not only teaches love, but teaches how to love. Und diese Dame hat gesagt, jede Tradition, jede religiöse Tradition lehrt die Liebe. Aber sie ist besonders glücklich, in diesem Retreat endlich eine Tradition gefunden zu haben, die nicht nur Liebe lehrt, sondern auch den Weg, wie man liebt. Because the teaching provide you with very concrete ways of loving and taking good care of yourself and bringing joy and peace to yourself and to the people around you. Denn die Tradition des Buddha lehrt sehr konkrete Wege, wie man Liebe für sich selber erzeugt, wie man die Energie von Liebe und Achtsamkeit weckt für sich selbst und dann an andere weitergibt. So those who are with us today, and it is their first encounter with Buddhist meditation, please master the art of breathing in and out, and
practice of going home to the present moment. Für diejenigen, die also hier noch keine Erfahrung haben, für die das erste Retreat ist, bitte lernen Sie die Kunst, achtsam zu atmen und die Übung, jeden Augenblick zu sich selbst heimzukehren. Today after this, now after the Dhamma talk, we shall practice walking meditation together. Jetzt, nach dem Dharma-Vortrag, werden wir gemeinsam Gehmeditation üben. And this is also the practice of going home to the present moment. Und auch das ist nichts anderes als eine Übung, heimzukehren in den gegenwärtigen Moment. Walking meditation is just to walk, with no intention to go anywhere. Gehmeditation ist eine Übung, einfach zu gehen, ohne die Absicht zu haben, irgendwo anzukommen. The awareness is that your home is the here and now, and that is why every step should be able to bring you home. Das, daran liegt das Bewusstsein zugrunde, dass das Hier und Jetzt das Zuhause ist. Deswegen sollte jeder einzelne Schritt einen heimbringen können. And walking meditation is a wonderful way of learning to stop the running into the future. Und Gehmeditation ist ein wunderbarer Weg, zu lernen, aufzuhören, in die Zukunft zu fliehen. A wonderful way of learning how to live deeply our each moment of our daily life. Es ist eine wunderbare Übung, jeden Moment, jeden Augenblick des Hier und Jetzt, des Lebens zutiefst zu leben. If you spend a few weeks in a community where everyone is practicing walking meditation, and then you learn the habit, the good habit of living deeply every moment of your daily life. Und wenn Sie einmal einige Wochen in einer Gemeinschaft verbringen, in der alle diese Art der Gehmeditation üben, dann werden Sie sich zur Gewohnheit machen, jeden Augenblick Ihres Lebens zu erleben. Because without the practice, most of us would believe that our peace and our joy are somewhere there in the future. And that is why we usually sacrifice the present moment in order to go there. So wie wir jetzt leben, ist es so, dass wir meistens das Gefühl haben, unser Glück läge irgendwo dort in der Zukunft. Und für diesen Gedanken opfern wir den gegenwärtigen Moment. And the Buddha said that everything that you are looking for is available in the here and the now. Aber der Buddha hat gesagt, alles, nach dem man jemals suchen könnte, ist verfügbar im Hier und Jetzt. And you wish, if you wish to be truly alive, to live your life, and then the essential step to make is to go back to the present moment. Und wenn Sie Ihr Leben wirklich leben möchten, dann ist der wesentliche Schritt der Schritte zurück ins Hier und Jetzt. When you breathe in, you may like to take two or three steps. Beim Gehen ist es möglich, dass Sie beim Einatmen zwei oder drei Schritte machen möchten. You may follow this gatha on the left of the page. Sie können vielleicht das gatha an der linken Seite Ihres Papiers benutzen. Breathing in, you may make three steps and you may produce the awareness that you are breathing in, and when you breathe out, 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 out. Und vielleicht ist es dann so, dass Ihr Einatmen drei Schritte verlangt und dann atmen Sie ein,
Eine, machen dabei drei Schritte und beim Ausatmen auch und erzeugen das Gewahrsein aus, aus, aus. Walking meditation outside is different from walking in a meditation hall. So do not walk too slowly. Die Meditation draußen unterscheidet sich von der Meditation des Gehens, die wir in der Meditationshalle üben, also gehen Sie draußen nicht zu langsam. Since the walking meditation is very nourishing and healing, that is why we are going to practice it every day wherever we live, and perhaps by the riverside or in a park. Die Meditation ist etwas sehr Erfrischendes und sehr Heilsames und deswegen bemühen wir uns, sie jeden Tag zu üben, wo wir wohnen. Vielleicht kann man es im Park machen, vielleicht den Fluss entlang gehen. And that is why it's important for us to walk normally, as if we are not practicing at all. Und deswegen ist es am besten, wir gehen ganz normal, dass es so aussieht, als würden wir überhaupt nicht praktizieren. And the best form of practice is formless. Die beste Form der Übung ist immer formlose Übung. But by walking like that, you radiate your stability, your freshness, your peace. Aber wenn Sie dann so gehen, dann strahlen Sie Ihre Stabilität, Ihre Frische und Ihren Frieden nach außen. And after a few minutes, you change into deep, 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 slow, slow, slow. Und nach einigen Minuten ändern Sie in tief, 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 langsam, langsam, langsam. And that is a natural thing, because if you breathe slowly, if you breathe mindfully, your breath will become deeper and slower. In a natural way, you don't have to force it. Und das ist eigentlich auch die ganz natürliche Folge des Ersten, denn wenn man achtsam atmet, dann wird der Atem ganz von selbst tiefer und langsam. Man muss das nicht erzwingen oder künstlich herstellen. I would recommend that you listen to your lungs and give exactly the number of steps that your lungs want you to make while breathing in or breathing out. Und ich möchte empfehlen, dass Sie einfach auf Ihre Lungen hören und Ihren Lungen so viele Schritte geben, wie Sie zum Ein- und zum Ausatmen brauchen. For those of us who just begin walking meditation, the out-breath is a little bit longer than the in-breath. Wenn man mit der Gehmeditation anfängt, dann ist es gewöhnlich so, dass das Ausatmen ein klein bisschen länger dauert als das Einatmen. So it would be very natural if you begin with in, in, out, out, out. Es wäre also eine ganz natürliche Reaktion, wenn Sie üben würden, ein, ein, aus, aus, aus. And you will notice that after 20 or so minutes, your lungs will ask you to give equal steps to in-breath and out-breath. Und nach einiger Zeit, vielleicht nach 20 Minuten, werden Sie, wenn Sie auf Ihre Lungen hören, feststellen, dass die Lungen jetzt für den Ausatmen genauso viele Schritte fordern wie fürs Einatmen. Be very relaxing and natural when you practice walking meditation outdoors. Seien Sie ganz natürlich und entspannt, wenn Sie die Meditation draußen üben. Your concentration, your mindfulness will allow you to touch deeply the earth and nature around you. Ihre Achtsamkeit und Ihre Konzentration werden es Ihnen ermöglichen, die Natur und die Erde tief zu berühren. Allow yourself to be penetrated by the beauty of nature for your own nourishment. Lassen Sie sich von der Schönheit der Natur durchdringen für Ihre eigene Nahrung.
allow yourself to be the beauty around yourself, because nature is yourself, and you are nature. Seien Sie die Schönheit um sich herum, denn die Schönheit der Natur sind Sie selbst, und Sie selbst sind die Schönheit der Natur. With a little bit of concentration and mindfulness, you can be very happy just by walking like that. Mit ein bisschen Achtsamkeit und Konzentration können Sie unglaublich glücklich werden. You do not have any intention of realizing anything, just allow yourself to be walking peacefully like that. Sie haben keine Absicht, irgendetwas zu erkennen. Sie gestatten es sich einfach, natürlich so zu sein. The healing, the transformation, the joy will come naturally without your making a lot of effort. Die Heilung, die Verwandlung und die Freude kommen ganz natürlich, ohne dass Sie sie aufpumpen müssen. In, out, deep, slow, calm, ease, smile, release, present moment, wonderful moment. Ein, aus, tief, langsam, ruhig, leicht, lächelnd, frei, dieser Augenblick, wunderbarer Augenblick. When you breathe in and you say, present moment, present moment, present moment, you don't merely pronounce this word. You bring yourself to stand, to step really on the ground of the present moment. Wenn Sie atmen und sagen, gegenwärtiger Moment, gegenwärtiger Moment, gegenwärtiger Moment, dann ist es nicht so, dass Sie innerlich diese Worte sagen, sondern Sie bringen sich in den gegenwärtigen Moment. And if you can do that, it means if you can produce your mindful presence while walking, and then when you breathe out, it's so natural that you find it a wonderful moment, wonderful moment, wonderful moment, wonderful moment. Und wenn Ihnen das beim Einatmen gelingt, dann ist es ganz selbstverständlich, dass beim Ausatmen wunderbarer Moment kommt. Sie finden den Moment wunderbar, deswegen kommt wunderbarer Moment, wunderbarer Augenblick, wunderbarer Augenblick. And why you are doing so, you do not do anything less than a miracle, because to me, the greatest of all miracles is to know that you are alive on earth. Und wenn Sie das tun, dann vollbringen Sie nichts weniger als ein Wunder, denn es ist das größte aller Wunder, bewusst zu sehen, dass man am Leben ist. Because you are alive and you are touching life, and this is the most wonderful thing that you can touch during our practice. Sie sind lebendig. Und wenn Sie dieses Lebendigsein berühren, ist das Wunderbarste, was Sie tun können. You are walking with your Sangha. It's a wonderful thing. And if by chance if it happens that you are caught in the thinking, if the thinking settle back in you, just look at the brother or the sister that is walking ahead of you and go back to the present moment and enjoy the fact that you are alive and you are walking with your brothers and sisters in the Sangha. Gegenwärtigen Moment zu gehen ist das Wunderbarste, was geschehen kann. Wenn jetzt aber plötzlich das Denken wieder einsetzt, wenn man sich wieder im Denken gefangen findet, dann schaut man die Brüder und Schwestern an, die mit einem gemeinsam gehen, um im gegenwärtigen Moment zu sein, und kehrt einfach wieder zurück in die Freude, mit den anderen zu gehen, um heimzukommen.
while walking, do not think, even thinking of life. Just be life. Allow yourself, allow your body, allow your breath, allow your spirit to be everything, to be alive. And walking like that will be very nourishing and healing. Wenn Sie gehen, denken Sie überhaupt nicht. Sie denken nicht einmal daran, lebendig zu sein. Sie gestatten es sich einfach, lebendig zu sein. Lassen Ihren Körper, Ihren Geist, Ihren Atem einfach im gegenwärtigen Moment sein. And from time to time you will hear the sound of the bell. We will stop together. And while we continue our mindful breathing, we touch the sky, the clouds, the trees, the colors, the birds. We smile in order to allow these wonderful things to penetrate us. Und wenn wir während des Gehens ab und zu die Glocke hören, halten wir inne, wir gehen nicht weiter, kehren zurück zu unserem achtsamen Atem, berühren den Himmel, die Bäume, den Wind, die Vögel, die wunderbaren Farben und lassen uns einfach von ihnen erfüllen. And after 5 or 10 breathings, we will resume our walking. Nach 15 achtsamen Atemzügen setzen wir unser Gehen fort. Not thinking is the secret of your success. Nicht denken ist das Geheimnis Ihres Erfolgs. We shall meet about 15 minutes in front of the house, and we shall be walking together silently in the direction of in one direction. The direction of the present moment. Wir treffen uns in 15 Minuten vor dem Haus und dann gehen wir zusammen in ein und dieselbe Richtung, in Richtung auf den gegenwärtigen Moment.